wir irgendwo eine Tankstelle sehen. Wie weit hast du denn noch? 72 Grad. Nicht, dass wir so ein Video raus wird, wie bei mit Matze. Ja. Und Chris wird immer schon weiter und weiter und weiter. Er muss hier lachen, ey. Das war gut, ja. So. Dann fahrt mal. Oh, alter Schwede, ey. Juppie. Ich bin irgendwie auf den Kopf gekommen. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Sind ja noch alle da? Ja. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das Gerät immer ausschaue. Hat denn Matze auch gesehen da mittlerweile, Matze? Oder hat er ja? Ja? Weißt du nicht, wir haben uns das zusammengekauft. Achso, okay. Ich hatte mal geguckt bei Toms Motorrad wieder, weißt du, da hatten die das für 390. Da habe ich den beiden sofort Bescheid gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ist ja hier, kaufen Leute für Schottland. Ja, also so bekannt ist er, also ist er gar nicht, der Toms Motorrad, ne? Aber der hat immer super Angebote, ne? Ja, das war 389. Ich sag, wenn ihr jetzt nicht kauft, ne? Also ja. Günstiger wird das nicht mehr. Da habe ich mir damals meinen CNC Pro gekauft damals. Ne? Ja, ich habe da jetzt auch meinen. Eichhörnchen. Ja. Boah, voll erschrocken gerade. Ja, er hat die Pulle aus, der hier vorne. Fußgänger. Ja, mit dir Pulle. Ist leer jetzt. War vorhin nach vorne. Alles geil, frei. Geil, ja. Geil, 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 geil. Komm, Olli, Reifen einfahren hier. Ah, der ist schon von gestern eingefahren. Und Fahrradfahrer. Ja, richtig romantisch. Ja, sind auch alle da, ja, ne? Ja, nein, das ist gar nicht schlecht. Ah, schön, ja, Fluss entlang hier, herrlich. Ja. Ah, und nur Kurven haben wir auf Navi, nur Kurven. Navi hat hier auch mal. Ecke links Kurve? Ist frei. Ja, alles frei. Jetzt ja. Kommt eine Schopper. Eine Schopper? Mit Werner? Schopper. Schopper. Mit Fußblinker. Auch alles frei hier. Ich merke schon, dass ich noch ein bisschen reinkommen muss. Was ist denn für ein Spinner? Ja, da kannst du dir drei Warnwesten anziehen, mein Freund. Das bringt nichts. Der überholt er hier vor der Kuppe. Und dann noch seine Frau hinten drauf. Absoluter. Kommt der jetzt zu mir oder was? Ja, ja, der kommt jetzt zu dir. Oh, schön hier. Ach, das sind doch die Kurven hier. Ich mit Matthias gefahren? Nee. Schon geile Strecken, ey. Ja.
Schön. Wer hat denn die Straße gebaut hier? Ja, weiß ich nicht, der war besoffen. Bestimmt Motorradfahrer. Ja. Schuppi! So, links da hier. Ja, links. Links, Olli. Was ist das denn hier? Da. Oh, die Wittpielen. Oder Smartpielen. Das war da, ne? 701, oder? Ja. Ja, weiß ich nicht. Nee, das war, glaube ich, die 401. Die kleinen waren das. Wow, das ist aber hübsch aus, das Mädel da hinten drauf. Ja. Hat gepasst. Guck dir mal nach dem Motorräder. Ja, machen wir auch. Olli wieder, ey. Er will geradeaus, okay. Ja. Hab ich mal gerade gedacht, warum geradeaus? Was ist das für eine Kurve hier? Guck mal, Nami! Ja, die ist heftig. Oh. Ja. Was ist das denn hier? Rennstrecke? Monaco? Ja, der Klang, wa? Monaco hier, wa? Der Klang dabei. Holger hasst mich jetzt. Juhu! Olli, Fahrradfahrer! Ja? Oh, irgendeiner hat einen Helm. Olli, mach dein Visier zu! War ich? Auch noch frische Luft an der Nase. Auto. Ach, vorne kommt Fahrradfahrer. Ja, ist da frei denn? Danach ist frei, da Fahrradfahrer. Ich hab bekommen. Alles frei, Leute hier. Olli, immer noch frei. Alles frei. Ein. Jetzt ein Auto. Jetzt kommt ein Auto, ja. Ah, passt aber. Aber da. Alle hinter mir, ja? Jo. Ja. Oh, boah, Alter. Alter, das hat aber, das ging auf die Achse noch. Ja. Voll durch das Loch. Und der fährt schon so langsam, wa? Ja. Komm, Olli, wir fahren rechts. Bis jetzt wirklich geil, oder? Ja. Kann man mal sagen. So, wir fahren jetzt hier links. Ja. Kreisverkehr in der Kurve. Oh, jetzt sind wir auch bald da. Ja? Ja. Ja, laut man, da bin ich 18 Kilometer. Ja, ist doch bald. Und zwei Tankstellen. Okay. Ja, auf jeden Fall hält der Akku noch. Grüße gehen raus an Matze. Tankstelle. Ey, da wird man auch ein Stift geben, wenn du das nicht weißt, oder?
Und das war für ihn das erste Mal auch, ne? Er kannte die Maschine so noch gar nicht vom Spritverbrauch her, ne? Aber das kommt halt davon, ne? Wenn man mit mir fährt. Ey, das ist der Dualsatz von den beiden, der ging nur noch um Sprit irgendwie, Tankstelle, ne? Ich hab mal einen überholt, nach vorne fährt, dachte er, getankt worden, du. Hab ich ja gesagt, aber Mats hat immer gesagt, nee, das kommt schon, das kommt schon. Ja, war schon lustig. Obwohl, Olli, du hast ja mal gefragt, hast du keine Rechtsreichweitenanzeige? Nein, hatte ich nicht! Nein! Ich muss nur lachen, der ist sehr kalt. Aber das war wirklich knapp mit Matze, ne? Der hat gesagt, einen halben Liter hat er noch drin gehabt. Ja. Ja, war so wie mit Sarah damals, ne? Ja. Ja, wobei die Intro 7, die kann sehr lange, die Intro 7 normalerweise, ne? Ist dann mir ja auch hier, ne? Naja, aber die war ja auch schon lange am Blinken da, ne? Ja, ja. Bei der MT07. Und dann geht's eigentlich relativ schnell. Bei mir ist ja auch hier, bei 170 Kilometer geht die Tankanzeige an. Fängt an zu blinken bei mir bei 170 Kilometer, ne? Ja. Alles frei. Immer noch frei. Zungen auch frei. Alle frei, da. Geht irgendwas rum hier? Ja, okay. Boah, auslassen ist drin. Boah, was ist das denn hier, ey? Ja. Oh. War ein Loch oder so, ne? Ich hab mich weggerutscht. Ein Loch. Da sind wir alle weggerutscht, glaube ich. Junge. Was ist auch hier in einer Bahn? Boah, krass hier alles, ey. Also hier fahre ich nochmal hin. Aber voll da gerade oben. Vorsicht hier, voller Wagen in der Kurve. Oh ja. Langsam, Olli. Ja, hab ich schon. Okay. 19 Grad. Ja, geil, ne? Okay. 19 Grad, ey. Und das, ja, und das Ende Februar. Wahnsinn. Morgen glaube ich 22 Grad, wa? Ja. Ich nehme morgen schon Urlaub. Oh. Und Dienstag wird regnet Dienstag. Also morgen kannst du noch super fahren, morgen. Und dann Donnerstag wieder. Donnerstag, Freitag auch wieder gut. Boah, was ist das denn hier in der Kurve? Ja. Das macht nacheinander. Oh, ah, yeah. Auto? Und Fußgänger auf unserer Fahrbahn. Jojo. Boah, der ist so dreckig gewesen. Dreck hier. Da ist er, der Rhein. Schön, ne? Boah, geil. Und da gegenüber eine schöne Kirche. Ja.
Bahnstrecke hier ist. Ja, so nach rüberfahren kann irgendwie, ne? Ja. Guck ja auch schon, mal irgendwie rüberkommt gleich mal irgendwie. Hast du ja Fotoballonreifen aufziehen, dann geht das. Hast du ja Foto machen können. Ja, auf jeden Fall jetzt mal eine schöne Stelle suchen. Ja, hör mal, Bad Emm, da ist aber, da ist ein super Spot. Also da bist du auch gleich am Wasser. Wo denn? Wo denn? Was denn? Was denn? Thomas, Bad was? Bad Emm, Bad Emm. Ja, dann Bad kommt, dann fahr vor, oder was? Ja, dann fahr mal vor, Thomas. Kennst du den nein. Weg? Oh, nein! Du hast es doch eingegeben, ne? Ja, habe ich. Ja, das ist doch gut. Ja, okay. Aber das war auch am Rhein, oder was? Eigentlich ja, ja. Eigentlich ja, ja. Wie viele Kilometer noch, Markus? Was sagt das Navi? 5. Okay. Das ist schon eine gute Idee. Was ist das? Da vorne für Denkmal da vorne. Ist das da? Ja, das ist super, das Denkmal, ne? Da könnte man mal hin. Ja, wenn man da irgendwie hinkommt, dann kommt. Ja, da gehen wir mal. Ja, denke, da vorne ist eine Brücke. Ja. Wollen wir rüberfahren irgendwie? Ja, fahren wir da hin. Ja, gerne. Ja, da vorne so schön, wenn wir da mit dem Motorrad hinfahren können, bis vorne vor vielleicht? Ja. Sehr geil, ne? Ja. Ah, glaub ich nicht, mit dem Motorrad da reinkommen. Ja, Markus, hätten wir mal die Drohne mitgenommen, ey. Aber bei Denkmäler musst du wieder aufpassen, ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da mit dem Motorrad reinkommst, glaube ich nicht. Ja, ich sehe da auch nichts. Ey, hier oben ist so eine Burg, wa? Hier ja. Ist über uns, da ist eine riesen Burg, vielleicht kann man da mal hoch. Ja, mal zu Fuß, Olli, willst du das? Hier war eine Auffahrt. Ja. Ja, sollen wir nicht hochfahren oder wo fahren wir jetzt hier? Komm, fahren wir da rüber, machen wir einen Akkuwechsel, ein paar Fotos. Da rüber kommen, oder? Guck mal. Ja. Ja, wir fahren rüber da jetzt gleich. Nach Koblenz sind wir. 20 Grad! Uhu! Jetzt kommt Aussicht. Rathaus, deutsches Eckschluss. Boah, krass. Nein. Schön. Schön. Hat er hier rechts rein hier oder? Nein, da ist rechts rein wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, da kommst du nicht hin, das ist alles Fußgängerzone da unten. Aber sind ja kaum Fußgänger da, aber das ist schon Wahnsinn, oder? Sollen wir mal jetzt runter hier? Ja, dann fahren wir mal runter hier, ne? Ja. Machen wir mal hier. So. Aber wo ist denn die schöne Burg im Hintergrund? Ach, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt das Wasserwerk im Hintergrund hier. Alles schön in Nebenstellen ein bisschen, so wie ich stehe hier, da passt das hier, oder? Das Wort doch, das sieht geil aus. Ja, ja. Ja, guck mal. Ja, Chris, beide muss ein bisschen rüber. Bis danach. Bis zu mir. Jo, bist du. Schön. Entschuldigung. Oh, ein Ferrari. Linke Seite. Ferrari? Links, ja. Ach, links. Jo, jo, jo. Ich hoffe, es war schöner. Ja. Ja. Holger, da ist Netto. Aha, jetzt fahren wir mal weiter rüber hier. Ja, okay. Ist das nicht die gleiche Brücke wieder? Ich denke mal, ja. Dieser Bogen ist da hinten gleich, ja. Ah, was ist das denn? Ha, eine Honda DAX. Ja. Oh, schön. Ja, hier hätten wir mal ein Foto machen sollen. Ja, genau. Direkt auf der Brücke. Direkt auf der Brücke. Ach, scheiße, wir direkt los. Egal. Wieso? Bist du richtig? Nee, mein Navi sagt geradeaus, aber... Ja, mein Navi sagt gerade da unten runter. Fahr ich hierher. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal. Navi sagt, also Navi sagt auf jeden Fall dreht gleich. Wenn einmal nicht aufpasst, ey. Einmal falsch mit dir, Navi. Beeindruckend. Ja.
bestimmt auch alles. Oh, Achtung, bestimmt auch alles geschlossen. Alles frei, ja. Aber guck mal, du bist hier wieder mitten auf dem Land, ne? Ja. Okizuki. Ist nicht schlecht hier zu wohnen. Heute knacke ich meine 6000 Porsche. Ja, nicht. Auto. Weißt du, sonst noch Auto, Auto. Jetzt Porsche. Weißt du, da kommt so ein Fiat bei Bär oder so, Auto. Ja, Porsche ist Porsche. Genau. Was haben wir gleich? Golf Plus. Mit Silberlocke drin. Genau, ja. Preislich sind die wirklich attraktiv. Hat Janine ja auch. Ja, Reifen Bursi hat ja auch einen, ne? Ja, ja. Genau dasselbe hat Janine ja auch, als Cabrio. Den finde ich richtig geil, den weiß mit den weißen Felgen. Ja. Den kriegst du neu so für 20.000. Ja, aber der liebt immer noch, wa? Ja? Der macht maximal irgendwie, glaube ich, 6.000 Kilometer im Jahr, glaube ich, oder so irgendwie, ne? Ja. Also, das kostet ja nichts, wa? Warum haben wir jetzt Autos vor uns? Ja, weil man in der Kurve von rechts geht gleich. Ich kann jetzt abbiegen, hier nach der Kurve. Hat noch ganz viele Kurven gleich. Jetzt dann irgendwo rechts rein hier. Gehen wir da rechts rein mit mir? Ah, nein, Achtung, nein. Achtung, Achtung! Nee. Ja, mach ich aber nicht, nee. Also meins wollte auch da rein. Ja, weil da gerade Strecken sind, ne? Aber hier sind auch gerade Strecken hier. Oh! So, weiter, danke schön. Komm rechts. Nee, das reicht nicht. Aber kurz vor der Kurve ist auch doof, ne? Gerade. Boah, guck mal da runter, ey, die Kurven. Oh, jo, Alter. Juhu! Ein richtig schöner Asphalt. Motorradfreundliche Leitplanken. Ja. Das ist ja hier ein Paradies. Wir sind jetzt noch von Ems hier, ne? Ist jetzt hier. Ja, muss Thomas mal vorfahren. Von mir. Kann ich machen. Ja, mach mal, komm. Kennst du dich hier aus? Ja, geht. Ja. Hat auch mal vorbei, das. Dann sind meine Mitte so ein bisschen. Hallo, Olli, hinten drin bei mir. Hallo, Olli.
Auf jeden Fall fahren wir jetzt noch zum Schluss runter, ne? Irgendwie, ne? Glaube ich, ne? Ja, genau. Letztes Jahr haben wir da mal lang. Porsche. Oh, das da vorne ist bestimmt so ein 1,1 Liter Audi. Zwilling! Jo! Ja. Wir müssen gleich mal gucken, auf der rechten Seite kommt ein typischer Tempel, das sieht aus wie von Auf der linken Seite sehe ich so einen Tempel. Auf der rechten Seite. Der ist er hinten, mit der goldenen Mütze. Genau, der goldene Hut. Ja. Hol der! Hol der goldene Mütze! Ach da, jo! Wo du hier am Rhein bist, ne? Egal wo du fährst. Ne? Dann ist ja wie in Düsseldorf an der Kö. Genau, da hat die längste Theke der Welt. Boah, das war aber knapp mit der Kuppe. Ja? Ja, oder? Ja geil, hör mal, hier müssen wir jetzt anhalten. Das Haus will ich im Hintergrund haben. Nee, wir können jetzt rüber. Achso, nee, das will ich im Hintergrund haben. Ja, dann halt ihn. Ja, wo willst du dann anhalten? Hier vorne. Wir drehen hier. Sonnenlicht ist auch perfekt. Wir drehen aber hier schön vorne auf der Straße einfach kurz hier mit dem Moped, verbotenerweise. Kannst du Bilder machen? Was denn drehen? Wieso drehen? Ja, wolltest du drehen, das Bilder machen, oder? Ich wollte das Haus im Hintergrund haben hier. Ach, da vorne das? Ja. Ja, dann lass mal hier stehen bleiben, oder? Ja. Ja, cool, jetzt wartet hier vorne. Ja, perfekt, ey. Kleinen Baum, dass nichts im Weg ist. Alle Maschinen oder was? Oder? Ob es kleine extra haben? Ach, kannst du ruhig alle. So schön hier. Vom Turm kann ich auch noch ein Foto machen. Och Holger, ey. Du raffst das aber auch wirklich nicht, ne? Wir wollen ein Foto machen. Wieder in einer Reihe. Hast du nicht gehört? Nein. Die Alufolie, du weißt doch.